Herzlich willkommen im Retrobeat. Ich bin Perudo und ich freue mich, dass du im Jahr 2022 schon dabei bist bei mir hier auf dem Kanal Retrobasis. Ich bin Perudo und ich möchte ein bisschen die alte Zeit hier zeigen, meine Freude, die ich damals beim Spielen der Spiele hatte, nochmal in Erinnerung rufen und auch alte Spiele neu entdecken, die ich noch nicht kenne. So wie dieses Spiel zum Beispiel hier, Blaster Master Enemy Below. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was uns hier erwarten wird. Das ist noch ein Teil des Retrobasis Adventskalenders vom letzten Jahr. Und ja, dann schauen wir mal. Es sieht aus wie ein Rennfahrzeug, ein Anzug auch dazu. Und ich denke mal, wann muss irgendetwas blastern? Oh, ich bin so klug, ne? Blastern. Ist jetzt mein Gamepad wieder abgestürzt? Ich muss das am Anfang immer irgendwie ein paar Mal hoch und runter drücken. Ist schon komisch. New Game. Ah, das kenne ich doch. Das kenne ich. Woher kenne ich das? Habe ich das schon mal gezeigt? Oder auf irgendeine andere Konsole? NES vielleicht? Ah. Oh, cool. Ah, direkt, Entschuldigung. Also, das war jetzt nicht geplant, dass ich das neue Jahr direkt mit so einem brutalen Spiel hier anfange. Power up. Das ist aber gar nicht so einfach. Was ist das hier? War schon mal gut, dass ich abgeknallt habe. Der schießt wahrscheinlich Raketen. Ah, das kommt mir auf jeden Fall sehr bekannt vor. Das habe ich definitiv schon mal gezeigt. Oh. Na toll. Ja, jetzt reicht's aber hier. Kann ich nach oben schießen? Ah, okay, ich kann auch nach oben schießen. Gut, muss man wissen. Ausprobieren. Genau, direkt mal einen kleinen Kommentar. Kann ich auch schräg schießen? Nee. Ein Power-Up. Kann ich nach unten schießen? Das geht nicht. Ich sollte schießen und nicht springen. So, ich spiele sehr gerne. Spiele blind. Das heißt also, die ich noch gar nicht kenne. Da entdecke ich ein bisschen was. Was ist das hier? Hätte man sich denken können, dass das ein... Komm, spring, spring, spring. Sehr schön. Ja, wie gesagt, ich spiele gerne Spiele, die ich... Nee, Schreck kann er nicht schießen, aber ich kann nach oben schießen. Oh, jetzt habe ich wieder ein Power-Up. Ja, so geht's auch. Dann kann er nach unten springen. So, aber mein Gott, ich entdecke gerne alte Spiele für mich neu. Und manchmal habe ich keine Zeit, die Anleitung zu lesen. Das sieht manchmal dann doof aus. Aber gut, wie gesagt, ich entdecke gerne. So, komm mal runter. Daher bitte ich manchmal um Nachsicht, wenn das nicht so klappt, wie man sich das vorstellt. Weil einigen, glaube ich, ich kann es dem sehr gut vorstellen. Den brennt es dann unter den Nägeln. Um Gottes Willen, der Perudo, mein Gott. Drück doch oder geh doch da lang. Warum macht ihr das denn nicht? Wie blöd kann man sein? Ja, leider Gott. Wie blöd kann man sein? Und sprang in... Oh, ha? Nein! Da ist wieder ein Türchen. Und direkt hier... Wie viel Energie habe ich eigentlich noch? Okay, unten... das sieht nicht mehr so gut aus. Ja, verdammt. Ist die Tür auf? Ach, Perudo. Konzentrier dich doch mal. Da ist wieder so eine Dingsbumsbombe. Aber kann ich die vielleicht mal abschießen? Ich kann nicht mehr, ey. Der macht mich fertig hier. Grummel, Grummel, Grummel. Ah, der kann nicht so hoch springen. Ah, spring runter, das ist auch gut. Oh, ist aber schön hier aus. Ein bisschen, na, da komme ich noch nicht hin. Okay.
Ich hoffe, ich habe jetzt alles gesagt, was ich sagen wollte. Wie gesagt, ein bisschen Nachsehen haben. Ein paar Tipps geben. Und ich glaube auch grundsätzlich Besserung. Ne? Also ich möchte auch schon natürlich auch vielleicht gelegentlich doch mal in die Anleitung reinschauen. Also grundsätzlich zeige ich auch nur Spiele, die ich habe. Oder... die... Nein. Komme ich nach oben hin? Da war ich doch schon. Oder? Hä? Warte mal. Da? Da brauche ich wahrscheinlich irgendeinen Special Jump. Das ist immer wieder die... Ist er tot? Genau. Wo war ich stehen geblieben? Oh, ich weiß es schon gar nicht mehr. Ne, komme ich nicht dran? Ja, und reingesprungen. Perudo! Nein! Ach komm, continue. Eine kleine Runde haben wir noch. Wobei ich das ja eigentlich ganz gerne etwas friedlicher begonnen hätte. Da ist nichts. Und schon wieder rein. Bruder, konzentrier dich ein bisschen. Ich möchte gerne wissen, was dieses H bedeutet. Da muss ich doch irgendwie... Ich kann hier auswappen. Ah, okay, vielleicht... Oh nein! Ich kann aussteigen? Okay. Und Puh. Puh ist Energie, also... Unsere Rüstung vielleicht? Panzer? Ne, Panzer nicht. Oh je. Diesmal habe ich dran gedacht. Aber... Warte mal, ich muss noch mal gucken. H habe ich nicht. Ich hätte gar nicht ganz gerne, aber H... Ja. Ja, wenigstens ein P, das ist ganz gut. Da spring runter. So. Da ging es nicht weiter, ne? Aber vielleicht, warte mal. Nee. Nein! Kann ich schießen? Ist süß. Schon putzig, muss ich sagen. Nur ein P, das brauche ich. Das war schneller weg, als ich dachte. Nein, nein, nein. Puh, Glück gehabt. Irgendwas kam hier noch. Das Ding, da habe ich gemeint. Ja, springt da rein. Perudo, Menschenskinder. So. Ich habe doch ein Haar eingesammelt. Ja, irgendwas anderes. Das ist das, was ich meinte, ne? Das Anleitung lesen und schon ist das Ganze klarer. Aber... Dann ist es was anderes. Da komme ich nicht hoch. Kann ich irgendwie... Wenn ich länger drücke? Weil ich finde, es macht doch ein bisschen Spaß, das rauszukriegen. Aber, mein Gott, wir sind schon wieder viel zu lange dran. Ja, ich hoffe... Ihr schaut manchmal rein ins Jahr, im neuen Jahr, bei mir hier, auf meinem Kanal. Und dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Wann es kommen wird, weiß ich nicht. Stimmt, ich wollte ja irgendwas sagen noch über das Jahr 22. Ich werde ein bisschen Gameboy erstmal weitermachen, weil das läuft hier gerade gut. Ich hatte ja auch eine Umstellung, eine Hardware- und Softwareumstellung. Deswegen muss ich ein bisschen schauen, wie ich damit klarkomme. Geplant ist Sega auf jeden Fall. Ich möchte Sega so ein bisschen kennenlernen. Hier, denn, grüße mal den Fog Lake Productions. Der hat mir den Sega schon sehr ans Herz gelegt und ich hatte es ja sowieso schon mal vorgehabt und der letzte
Adventskalender, Entschuldigung, der vorletzte Adventskalender war ja ein Game Gear Adventskalender und das hat mir richtig viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Also Sega habe ich auf jeden Fall auf dem Schirm. Ich habe ja schon ein paar Videos gemacht für Sega. Und dann, ja, schauen wir mal, was uns da noch erwarten wird. So, und dann sehen wir uns hoffentlich bald wieder. Macht's gut, euer Perudo. Tschüss.